Die Zuversicht der Astronauten steigt, als sie das Stromtal am östlichen Ende der Valles Marineris erreichen. Es gibt noch genügend Nahrung, Wasser und Luft, um problemlos zur Landekapsel zu gelangen. Dann entdeckt einer der Astronauten etwas Ungewöhnliches. Es ist eine freigelegte Gesteinsschicht, die aussieht, als könnte sie Stromatolithen beinhalten. Auf der Erde gibt es Bakterien, die Kolonien bilden. Diese wiederum bilden Gestein, das als Stromatolit bekannt ist. Man könnte es als bakterielles Äquivalent zu Korallenriffen ansehen, wo kleinste Organismen etwas Großes erschaffen. Es wäre logisch, so etwas auf dem Mars zu suchen. Stromatolithen auf der Erde liefern Hinweise, wie wir sie auch auf dem Mars erwarten würden. Sie wären eine Art Algenmatte mit einer oberen Schicht aus silikatähnlichem Material, das sich aufbaut und große Strukturen bildet. Wenn so etwas auf dem Mars stattgefunden hat, könnte man damit sehr leicht belegen, dass es dort tatsächlich Leben gab. Viele Science-Fiction-Filme basieren auf der Idee, dass es Beweise für eine fortgeschrittene Zivilisation auf dem Mars gibt. Auf dem Mars gibt es keine Städte oder Bauwerke. Doch die Astronauten könnten dennoch Beweise für Leben auf dem Mars finden. Und wenn es nur Fossilien von Bakterien sind. Nachdem die Gesteinsproben eingeladen sind, versuchen sie mit dem Marsfahrzeug weiterzufahren. Doch es funktioniert nicht. Eines der Räder steckt fest und die Astronauten bekommen es nicht frei. Sand ist so etwas wie eine Todesfalle auf dem Mars. Und es würde mich nicht überraschen, wenn wir deswegen bei künftigen Expeditionen einige Crews auf diesen langen Fahrten in Marsfahrzeugen verlieren werden. Sie berechnen die verbleibende Distanz zur Landekapsel. Könnten sie so weit laufen? Der Sauerstofftank eines Raumanzugs reicht nur für 12 Stunden aus. Es würde aber 30 Stunden dauern, um den Weg zu Fuß zurückzulegen. Auf der Erde könnte man in sandigen Gegenden ebenfalls stecken bleiben. Doch dort kann man natürlich einfach aussteigen und hat Luft zum Atmen. Auf dem Mars besteht diese Möglichkeit nicht. Und wenn das Fahrzeug nicht befreit werden kann, wäre das ein Todesurteil. In unserem Szenario ist das Marsfahrzeug im Sand stecken geblieben. Die Landekapsel ist etwa 160 Kilometer entfernt. Werden die Astronauten sterben? Oder können sie sich noch einmal mit Hilfe vorindustrieller Technologie retten? Gehen wir also davon aus, dass die Crew gestrandet ist. Mindestens eine Person muss eine beachtliche Entfernung zurücklegen, um an ein Fahrzeug zu kommen und die restliche Mannschaft zu retten. Könnten Ballone die Lösung sein? Es wäre möglich. Ingenieure auf der Erde führen Tests durch, ob Ballone wenigstens einen Astronauten über die Wüste zur Landekapsel befördern könnten. Mit einer synthetischen Membran würde eine Art Tasche gebildet, die die kohlenstoffdioxidhaltige Marsluft umhüllt. Danach müsste die Luft im Inneren erhitzt werden, um dem Ballon Auftrieb zu geben. Ein Weg, das zu erreichen, wäre, die Hitze der Sonne zu nutzen und damit die Membran zu erwärmen. Das Kohlenstoffdioxid im Inneren erhitzt sich, dehnt sich aus, bekommt Auftrieb und hebt den Ballon an. Jeder Ballon, den man für den Mars herstellen würde, müsste extrem groß sein, um die geringe Dichte der Atmosphäre auszugleichen. Die Atmosphäre auf dem Mars ist sehr dünn. Sie hat weniger als 1% des Drucks der Erdatmosphäre auf Höhe des Meeresspiegels. Man würde also einen riesigen Ballon benötigen. Ein Ballon mit einem 10-Meter-Radius könnte ausreichen, um eine Person mit Raumanzug zu transportieren. Es wäre aber eher unwahrscheinlich, dass eine Crew einen so großen Ballon mit auf den Mars bringt. Allerdings könnte sie viele kleinere dabei haben, die sie für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Der riskante Plan wird umgesetzt.
In einer behelfsmäßigen Vorrichtung steigt eine Astronautin in den Himmel des Mars auf. Auf einer Höhe von etwa 1,5 Kilometern treibt der Wind sie mit knapp 100 km/h in die Richtung der Landekapsel. Auf dem Mars wehen die vorherrschenden Winde nahe der Oberfläche von Westen nach Osten. Und wir wollen nach Osten. Das ist also gut für uns. Eines der größten Probleme bei diesem Szenario ist die Genauigkeit, mit der man das Ziel erreichen muss. Doch wenn man es schafft, so nahe heranzukommen, dass man den Rest wandern kann, wäre es mit etwas Glück möglich. Auf dem Mars herrschen nur 38% der Erdanziehungskraft. In Science-Fiction-Filmen wird diese Tatsache oft vergessen und die Astronauten arbeiten bei normaler Schwerkraft. In Wirklichkeit wäre das Wandern auf dem Mars, selbst mit dem schweren Raumanzug, der während der Zeit außerhalb des Marsfahrzeugs getragen werden muss, leichter als auf der Erde. Wenn wir von einer Person ausgehen, die 70 Kilogramm wiegt und einen 90 Kilogramm schweren Anzug trägt, dann macht das insgesamt 160 Kilogramm aus. Wiegt man aber nur 38% davon, dann liegt das Gewicht bei knapp 61 Kilogramm. Die Last des Anzugs ist also viel geringer als auf der Erde und man wandert viel leichter. Die Astronautin landet erfolgreich und schafft es, zur Landekapsel und dem Mars-Zweisitzer zu wandern. Alles funktioniert. Die Astronautin steigt also in das Leichtfahrzeug und kommt zum anderen Fahrzeug zurück, um einen weiteren Astronauten zur Landekapsel zu holen. Sie fährt mehrere Male hin und her, um alle Astronauten in Sicherheit zu bringen. So lautet der Plan. Doch dann zieht neue Gefahr auf. Ein roter Staubsturm naht. Die Sonne am Himmel verdunkelt sich und der Sturm baut sich immer weiter auf. Am ganzen Horizont sieht man diese sehr dicke, staubige Masse in der Atmosphäre. Doch was löst einen Staubsturm auf dem Mars aus? Lisa Abdel-Fadda aus Anaheim in Kalifornien stellt diese Frage. Staubstürme auf dem Mars werden durch die Sonnenenergie ausgelöst. Die Sonne erhitzt den Staub auf der Marsoberfläche und die Atmosphäre. Die dadurch bedingte Ausdehnung löst Umwälzungsströmungen aus. In den verschiedenen Lufttaschen herrscht unterschiedlicher Druck und das führt zu Winden. Mehr Staub wird aufgewirbelt und die Hitze steigt, die Druckunterschiede werden größer und dadurch entstehen diese gefährlichen Staubstürme. Der Staub auf dem Mars könnte in vielerlei Hinsicht sehr gefährlich für die Astronauten werden. Da es kein Wasser auf dem Mars gibt, sind die einzelnen Körnchen nicht glatt und rund, wie es hier auf der Erde der Fall ist. Sie sind sehr scharfkantig. Der Staub bleibt am Anzug hängen. Mit der Zeit beginnt der Staub durch die Reibung, die bei der Bewegung von Armen und Beinen entsteht, das Material des Raumanzugs zu zermürben. Es könnte leicht ein Riss im Anzug entstehen und das wäre katastrophal. Obwohl es gefährlich ist, fährt die Astronautin mit dem Zweisitzer und einer Extraladung Sauerstoff in den Sturm hinaus.